Hallo liebe Fußballfreunde, hier ist wieder euer Fritz Smiloni mit dem nächsten Let's Play. Es geht weiter. Schauen wir mal, was an Meldungen aktuell im News Center ist. Scouting abgeschlossen. Sebastian Haller ist wieder fit. Hull City hat Interesse an mir. Spielen die in der Premier League? Nee, in der Championship. Das ist die zweite Liga in England. Thomas Kraft erreicht neue Erfahrungsstufe. Das ist schon mal gut. Den Podi können wir mal an der Stelle loben hier. Durchaus auch nochmal ein Mann, der mit 20 Jahren nochmal was erreichen kann. Den habe ich noch nie abgeschrieben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter im Wochenverlauf. So, hier sehen wir es. Champions League ist wieder angesagt. Gruppe E. Und hier sehen wir die Top-Spiele. Eindhoven gegen Hansa Rostock. Das ist unser Spiel. Manchester United gegen Atletico Madrid und Chelsea gegen Real Madrid sind hier die Knallerspiele. So, und da würde ich sagen, um dass ihr mich besser versteht, machen wir mal die Musik aus hier. Hier sind noch mal ein paar Nachrichten, die wir überprüfen müssen. 3,5 Sterne. Ja, den können wir nehmen. Der hat ganz gute Werte. Da wollte ich auch mal generell mal jetzt mal reinschauen in die Jugendmannschaft, ob sich und was sich da getan hat. Oh ja, oh ja. Da haben wir hier. Er hat zwar nur 2,5 Sterne, aber wenn man sich mal anschaut, dass er schon eine Stärke von 62 hat, das könnte auch mal einer sein für die zweite Mannschaft. Den werden wir auf jeden Fall holen. Den können wir auch jetzt schon direkt holen. Ich denke, 180.000 sollten ihm reichen. Meine Güte, da haben wir doch mal einen guten Mann. Na, ihn würde ich jetzt hier nach Hause schicken. Genau wie ihn hier. Nur eine 36 Stärke, das ist natürlich zu wenig. Er auch hier, der Bäcker. Da können wir Besseres kriegen. Silver können wir auch nach Hause schicken. Also ich werde jetzt mal so festlegen, immer wenn einer eine 60 erreicht hat von der Stärke und einen ganz guten Talentgrad hat, dann kriegen die Vertrag bei mir. Deswegen natürlich die Vertragsverhandlung auch mit Philipp Scherder, der jetzt hier eine 62 hat und 17 Jahre jung ist in der B-Jugend. Wollen wir mal da gucken, was da so rumläuft. Ja, das sieht eigentlich so ganz gut aus, was wir da rumlaufen haben. Wobei er hier, den können wir nach Hause schicken. Ihn hier auch. Ne, Moment. Das habe ich, glaube ich, falsch vertippt hier. So, den wollte ich nach Hause schicken. So sieht's aus. Was sind das hier für Pfeile? Also, nächstes Jahr ein Jugendteam spielen. Okay, das sind ja wichtige Hinweise. Hier haben wir nochmal einen ganz interessanten Mann, Manuel Roth. Der scheint sich jetzt schon so zu entwickeln. Den holen wir schon mal. Der kriegt mal 200.000 geboten, weil er so jung auch ist für die zweite Mannschaft. Okay. Gut, und dann schauen wir uns mal das Team an. Wir sehen es hier schon, Benno Schmitz jetzt von der Frische her und auch Riemer sind doch schon angeschlagen, sodass ich da jetzt mal den Seitz auflaufen lassen möchte und den Björn Jopek. Die sind dann von der Frische und von der Fitness noch ein bisschen besser drauf. Ansonsten geht das eigentlich im Team, muss ich sagen. Sebastian Haller jetzt in der Form eine 9, das ist natürlich recht schwach. Und Jopek natürlich auch, aber ich muss sie jetzt mal spielen lassen. Und ich
Ich hole jetzt mal den Conte mal hoch, lasse den Riemann mal komplett ausruhen. Und den Lennart kriegt mal wieder seine Chance und Allaire nehme ich mal komplett raus. Und so machen wir es jetzt mal. Und Ignowski kommt wieder ins Team. Und dann schauen wir uns mal den Gegner an, Eindhoven. Jürgen Locadia vorne ist natürlich ein hammerschwerer Spieler. Bakkerli genauso. Und ach, das sind alles gute Spieler. Da brauchen wir gar nicht lange fackeln. Da müssen wir jetzt mal eine Prämie aussetzen. Und da würde ich sagen, ist alles gesagt zum Spiel. Es ist ein wichtiges Spiel, ohne Zweifel. Wenn wir das verlieren, dann haben wir keine Chance mehr in der Champions League. Wenn wir es gewinnen, dann sieht es vielleicht wieder besser aus. Also, schauen wir mal. Ja, ganz herzlich willkommen hier aus Eindhoven. Und hier sehen wir wieder das leidige Thema. Es gibt ja ab und zu so ein paar Bugs in den Spielen. Und da haben wir jetzt einen hier, den wir gleich sehen, nämlich zwei Tore. Sehen wir jetzt hier, aber da müssen wir durch. Das kennen wir ja. So, bei uns Lennart und Seitz. Mal wieder von Anfang an im Team. Bin mir nicht sicher, ob wir heute eine Chance haben, aber wir versuchen alles. Da sehen wir die zwei Tore. Kann man jetzt leider nicht ändern. Das ist so ein Bug. Der ist einfach drinne im Spiel und den kriegst du nicht raus. Ich könnte es höchstens ändern, wenn ich bei PSV Eindhoven spielen würde. Dann könnte ich das zweite Tor rausnehmen. Aber so kann ich es leider nicht ändern. So, jetzt konzentrieren wir uns aber aufs Spiel. Und da ist Jürgen Locadia. Oh! Da hat er sich verletzt. Das sieht nicht gut aus. Das wollte natürlich Süle nicht machen, aber Süle kassiert dafür gleich mal rot und marschiert vom Platz. Und das nach 8 Minuten. Für beide Mannschaften nicht gut. Für uns nicht. So, wir müssen jetzt hier den Oliver Kempf bringen. Dafür muss jetzt Klingenburg weichen. Jürgen muss rausgehen. Jürgen Locadia ist verletzt, aber schwer verletzt, das weiß ich jetzt nicht. Aber er muss raus. Und Narsing kommt rein. Jetzt aber der Freistoß. Gott sei Dank geht der weit am Tor vorbei. Und wir müssen uns jetzt hier konzentrieren. Und für Oliver Kempf jetzt die Chance, wieder im Team zu sein. Also, alles andere als optimal fängt das Spiel hier an für uns. Süle hat das natürlich nicht mit Absicht gemacht. Ich mache ihm keinen Vorwurf, aber das passiert im Fußball. Und da ist der neue Stürmer. Den müssen wir jetzt aber noch in Sonderbewachung nehmen. Fällt mir gerade auf, weil, wie gesagt, die haben ja gewechselt. Ist auch kein etatmäßiger Stürmer. Also da haben sie sich jetzt schon geschwächt durch. Oder sind geschwächt durch. Und wir sind halt ein Spieler weniger im Team. Und da ist er. Setzt sich durch gegen Kempf. Oh, oh, oh. Das war gar nicht mal so schlecht, was er da macht. Wir müssen jetzt die Ruhe behalten in dem Spiel. Und ich hoffe, dass jetzt Lennart, der ja lange nicht mit dabei war, hier endlich mal wieder seine Chance nutzt und zeigt, dass er eigentlich ein sehr guter Stürmer ist. So, jetzt gibt es Gelb hier für den Holländer. Für Adam Maher, den kennen wir, der hat schon mal in der Bundesliga gespielt. Ich weiß jetzt leider nicht, bei welchem Verein. Also bis jetzt kann meine Mannschaft das ganz gut verkraften, dass ein Spieler weniger ist. Aber da ist der Stürmer durch. Und der ist schon recht aktiv, muss ich sagen. Und Kraft hat aber hier die Ruhe behalten. Bleibt lange stehen, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber Vukosic hier müsste abseits sein, ja. Ja, meine Mannschaft wirkt im Moment ausgelaugt und ziemlich platt. Der ist
ist gefährlich, der Bursche. Ich habe gar nicht gedacht, dass er so gefährlich ist. Der zaubert ja da vorne rum, mein lieber Mann. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob wir in dieser laufenden Saison nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden müssen oder ob wir die Saison so durchspielen und gucken, was am Ende bei rauskommt. Im Moment sieht alles danach aus, als wenn wir hier in dieser Saison an Substanz verlieren, an Klasse verlieren. Wir haben natürlich auch tolle Leute abgegeben, einen Denise Afterjai dürfen wir nicht vergessen. Wenn man jetzt mal mit Jopek und Rima das vergleicht, ist natürlich ein Riesenunterschied. So, Kempf holt sich jetzt schon wieder eine Karte ab. Also diese Innenverteidigerposition ist in diesem Spiel stark gefährdet. Tja, das war wohl der Versuch eines Befreiungsschlages. Das zeigt so ein bisschen die Hilflosigkeit meiner Mannschaft. Von den Stürmern ist gar nichts zu sehen bis jetzt. Das Mittelfeld ist fast ausgehebelt hier von Eindhoven. Nur unsere Abwehr hält noch stand. Aber gut sieht anders aus. Und Jackson verliert den Ball auch noch hier. Also der Versuch, ihn auf der linken Mittelfeldposition einzubauen, weiß ich nicht, ob der gelungen ist. Weiß ich noch nicht. Müssen wir noch ein paar Spiele abwarten. Da ist er wieder. Viele Fehlpässe. Viel Kraut und Rüben im Spiel, würde ich sagen. Also das läuft gar nicht rund hier. Das läuft gar nicht gut. Schöner Fußball sieht anders aus. Das ist eine schwere Saison, glaube ich. Ich hatte es ja schon am Anfang befürchtet. Ja, Kempf jetzt. Das sieht alles ganz, ganz schön. Jopek hier. Vukosic. Meine Güte, was ist da bitte schön los? Was ist da bitte schön los? Konzentriert euch, sage ich der Mannschaft. Und wir gehen mal vom Einsatz hoch. Zweite Halbzeit. 0-0, das ist das einzig positive Moment da dran. Jetzt Lennart auf Vukosic. Und der nagelt das Ding an die Latte, aber der Ball geht nicht ins Tor. Das war aber mal eine gute Aktion jetzt. Hätte ich beinahe selber verschlafen hier, aber jetzt Nasing. Abseits. Gott sei Dank, muss ich sagen. Aber das war eben eine gute Chance vom Balkan-Bomber, den er leider nicht genutzt hat. Er hat es gut gemacht. Vielleicht zu genau. Da ist er wieder. Aber der Torwart hat den Ball. So, wir werden jetzt mal auswechseln. Oliver Kempf, ja. Den kann man da reinnehmen für. Zieh den Jackson jetzt mal da rein. Und links kommt jetzt Fadi rein. Damit wir hier nicht in der Innenverteidigung Gelb-Rot-Gefährdung haben, weil wir sind ja schon dezimiert. Und für Jopek bringe ich jetzt mal Ignowski rein. Der kann ja auch zentrales Mittelfeld spielen. Und dann machen wir mal. Schauen wir mal, was dann passiert. Wir müssen was ändern. Die Mannschaft, das seht ihr ja auch, läuft auf den Felgen. Vukosic aber in der zweiten Halbzeit etwas stärker. Seitz kann sich hier nicht durchsetzen. Das gibt Einwurf hier für Eindhoven. Da kommen meine neuen Spieler.
hoffe, dass da jetzt einer dabei ist, der neue Akzente setzen kann. Da ist Ignoski mit einem schönen Pass hier, aber ah, ich dachte, er wäre schön. Er war dann doch ungenau und platziert. Ja, ein Unentschieden würde uns hier nicht weiterbringen. Eine Niederlage wäre fatal. Nur ein Sieg wäre hier in unserem Sinne. Aber da sind wir im Moment meilenweit von entfernt. Und jetzt kriegt Markus auch noch eine gelbe Karte. Also es läuft alles andere als gut heute. Das ist ein rabenschwarzer Tag im Moment. Aber noch haben wir die Möglichkeit, aus dem rabenschwarzen Tag vielleicht was Gutes zu machen, wenn wir ein Tor schießen würden. Von Lennart hat man gar nichts gesehen bis jetzt. Null. Null Aktivität. Boah, und Kraft. Sensationell, was er da hält. Und dieser kleine, wendige Stürmer da vorne, der jetzt Jürgen Lokadia ersetzt hat, der ist unheimlich stark. Also das muss man an der Stelle mal sagen. Ziyech, oder so kommt jetzt rein für Bakkali, war ein Tor. Und ein Wurf für uns. Fadi auf Marcos. Marcos mit einem langen Pass auf Lennart und der läuft wieder vollkommen verkehrt da vorne rum. Hat überhaupt keine Bindung zum Spiel irgendwie. Jackson macht das gut in der Abwehr. Da weiß ich wenigstens, da kann ich ihn auch mal einsetzen. Ist ein sehr flexibler Mann. Und abseits hier von Eindhoven. Nächste Einwechslung bei Eindhoven. Andrich für Adam Maher kommt rein. Robert Andrich. Seitz jetzt auf Ignowski. Endlich mal ein Pass, der ankommt. Lennart auf Fadi, der wieder auf Ignowski. Ignowski sucht vorne den Lennart, aber nein. Zu langsam alles, was er da macht. Ich würde ihm ja viel verzeihen, wenn er jetzt noch ein Tor machen würde. Aber Nasing, dieser kleine Flitzer da vorne, der ist gefährlich. Und da ist Depay auf Nasing. Aber Kraft. Heute einer der wenigen guten Spieler bei uns. Er bringt hier Normalform, oder beziehungsweise er bringt eine sehr gute Form sogar. Ignowski mit dem Versuch, einen Pass nach vorne zu spielen, der vollkommen ins Leere geht. Ihr seht es selber. Hansa Rostock in dieser Saison gut angefangen, aber jetzt im Laufe der Saison lässt doch einiges nach. Wir haben Baustellen vorne im Sturm. Schön jetzt auf Seitz. Seitz kommt da nochmal durch. Seitz, nein, er kommt nicht durch. Ignowski nochmal mit dem Versuch. Wieder abseits. Ja, und seit ein paar Spielen läuft es bei uns gar nicht gut, gar nicht rund. Wie gesagt, Baustellen im Sturm, Baustellen im Mittelfeld, vor allem im offensiven Mittelfeld. Große Hoffnung setze ich darauf, wenn Gieselmann wieder zurückkommt, dann haben wir auf der linken Seite mehr Stärke und Kraft. Kraft, immer wieder Kraft, muss ich an der Stelle sagen. Kraft, unser Garant heute, dass wir wenigstens einen Punkt hier aus Eindhoven mitnehmen können. Aber alles in allem ist das zu wenig. Wir sehen uns gleich beim Nachbericht. Da sind wir beim Nachbericht. Bester Mann, wie gesagt, Thomas Kraft, hier mit einer 1,5. Das war der einzigste Spieler, der hier wirklich was Gutes gebracht hat. Alle anderen waren scheiße. Ja, ich muss es so knallhart ausdrücken. Bester Spieler. Ich muss mal gerade gehen. Bei Eindhoven ist Bram Neutink. Kann ich kaum aussprechen. Linker Verteidiger. Tja, und Ergebnisse. Es sind noch 2 Spieltage. Wir können maximal auf 9 Punkte kommen, wenn wir beide gewinnen würden. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich eigentlich. In der Verfassung, wo wir gerade sind. Ein Hauch von Chance haben wir noch.
Einen Hauch von Chance haben wir noch, aber gut ist was anderes, muss man an der Stelle einfach sagen, ne? So, und jetzt denke ich mir, geht es gleich zum nächsten Spiel da. Ein paar Tage haben wir Zeit, das ist schon mal gut. Es geht gegen Hannover 96 in den Tabellen 7. Na gut, und Borswick Jackson, sehe ich gerade, hat sich hier verletzt. Da können wir nochmal gerade reingucken. Aber hat nur eine Platzwunde, das geht. Er ist schon wieder fit hier. Spieler sind froh über ihre Entscheidung. Philipp Scherder akzeptiert. Er ist ab sofort im Aufgebot der zweiten Mannschaft. So, da haben wir doch schon mal was Gutes. Können wir ihm schon mal willkommen sagen. Innenverteidiger. Ja, das Kurzpassspiel können wir hier mal trainieren. Den Zweikampf auf jeden Fall. Und die Schnelligkeit hier, die müssen wir sogar ganz nach oben stellen. Okay. Wollen wir mal gucken, ob er gleich ins Team der zweiten Mannschaft reinkommen könnte. Also fürs erste Team reicht es noch nicht, aber er ist schon mal im Team. Also da ist er schon mal drin. Das ist schon mal gut. Und dann würde ich an der Stelle Tschüss sagen, wünsche euch alles Gute und Goodbye.